Power brauchst du auch. Kein Problem. Power haben wir gleich. Guck mal. Da hätten wir sogar Power. Zack. Power ist da. Das er von unten haben. Das heißt, ich disable ich. Extract. Insert natürlich. Insert. So, jetzt müsste er eigentlich. Jetzt hat er Probleme, ne? Er arbeitet auf jeden Fall, aber warum sagt er denn kein Signal? Ihr müsst jetzt eigentlich und in die gelbe Lampe gehen. Und so kriegen wir auch immer Fehler raus. Der müsste jetzt sagen. Da oben, was fehlt? Oder gehen, ne? Jetzt würde ich gerne welche Lampen leuchten. zack, jetzt leuchten. Gelb leuchtet. Ah. Oh, der wird jetzt zugepumpt hier. Eigentlich, das können wir mal hier stehen lassen. Eigentlich. So, jetzt haben wir Fuel-Kapseln. Jetzt holen wir mal die Fuel-Kapseln und bringen wir jetzt mal da hinten rein. Sollte er mittlerweile mit Wasser voll sein. Jetzt. Hä? Der jetzt alle da irgendwie reingeschmissen oder ich weiß es nicht. Der hat ja auch kein Fuel jetzt noch hier drin. Der war doch steigt, aber ich hole noch ein paar. Komisch. Gedacht, das geht jetzt ein bisschen einfach. Ja, wir haben genug Öl. Produziert noch. Produziert ja Massen. Dann ist das nämlich nicht so schlimm. So. Komm, holen wir nochmal. Ne, einmal voll. Mast mal voll. Komm, ein bisschen Bienenwachs weg. Ja, kann man Bienenwachs verbrennen? Stimmt. Wo denn der Powerbruch? Sehe ich gerade. Der Solargenerator reicht nicht aus. Für Lava erstellen. Wir nutzen die Lava auch da hinten. Bottler. Hau mal ran, das Ding. Ah, kommt ganz eigentlich ganz schnell, ne? Ja. Dann kommt nämlich auch schön ein bisschen Öl weg. Jetzt müssen wir die Maschine wieder fahren. Schauen wir auf die Uhr. 1,5 Stunden. Ja, guck mal, jetzt laufen die auch hier wieder. Aber man kann auch nicht, weil die ganzen Kabel wirklich ätzend sind dafür. Ah, jetzt kommt er so langsam in Fahrt. Das ist jetzt ganz nice. Ja, und dann kommen wir auch langsam in die Technikschiene raus. So, guck mal, hier kann man schön sehen. Leuchtet. Läuft. Weil ich kann den nie absehen. Ich könnte auch sagen, okay, du hast,
ist bei 25 bis 75% ein Füllstand. Und ich könnte einen Hebel anlegen. Ja, dann weiß ich nicht, ob ich den Hebel jetzt hoch oder runter oder ob es durch irgendwas negiert ist. Und so habe ich einfach die schöne Option, sehe, Maschine läuft komplett automatisch. Lampe leuchtet dafür immer. Und hört auch immer dieses Klick, 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 Klick. Klar, das würde man auch hören, wenn es jetzt dann laufen würde, wenn ich jetzt einen Hebel benutzen würde. Aber so, wenn es automatisch läuft, hat man es immer auf sichere Seite. So kann nichts überhitzen. Hatte ich schon mal beim alten Projekt, da sind mir die Boiler. Da hatte ich so 8 Boiler aufgestellt. Ich weiß gar nicht, welches Projekt das war. Das war, glaube ich, noch was Direwolf 20. Aber da, wo wir nachher den Server gewechselt haben. Wo das Modpack, da sind wir von, ja, sind wir von Direwolf 20, sind wir ja auf das Bekloppenprojekt gewechselt. Auf das erste. Moment. Und in Direwolf 20, da waren wir noch zu dritt. Da habe ich ja unten die Hölle gemacht mit den Lavabienen. Wo das ja mit diesem. Ah, wie ist denn dieses Ender? Da gab es ein Ding, was Items geportet hat. Das war kein Tesseract, das war was anderes. Das hat Items immer hin und her geportet. Ich weiß nicht, was es war. Und da hatte ich ja diese Boiler stehen, da sind mir die ja nachher in den Luft gegangen, weil das Wasser ausgefallen ist. Stimmt, da ist mir das Wasser ausgefallen. Weil ich dem ja nicht gesagt habe, ich habe ja nichts automatisiert gehabt. Sobald du Wasserfüllstand hast, vom ganzen Tank, weil ich hatte ja so einen Zwischenspeichertank immer gehabt, schalt einfach ab. Wenn du da drunter bist. Und schalte die kompletten Boiler ab. Oder du machst, lass kein Öl mehr zukommen. Weil, macht mal. Also ein bisschen gefährlich. Schmeißt mal im kochenden Topf, wo kein Wasser drin ist. Gibt da mal auf dem heißen Topf Wasser rein. Da kommt da sofort Dampf und es kocht sofort. Beziehungsweise dampft der einmal und zischt richtig laut. Und wenn man es ja nur kochen lässt, das Wasser, dann blubbert das und dampft es angemessen und zischt der gar nicht. Und so ist das ja auch. Wenn jetzt der Boiler kein Wasser mehr kriegt, dann überhitzt der. Und dann kommt Wasser in dieses System. Dampf ist da und dann explodiert dieser Mist wieder. Ich habe das so gehasst. Da hängen ganze Steam Engines hinter. So habe ich meinen Strom damals produziert. Mit Lava und Öl. Über Steam. Ah, guck mal, jetzt füllt er, jetzt füllt er. Da ist das Ding. 16.000. Ah, guck mal, eigentlich ganz gut aus. 16.000. Jetzt produziert er Dampf. Und mit Dampf könnte ich jetzt sagen, okay. Wir nutzen. Nochmal so eine 25 Millionen. Brauche ich nochmal. Das soll er aber steuern. Bank. Ich habe keine Weibelbank mehr. Fehlt mir so ein Kristall in der Mitte. So eine Weibelbank. Ich würde gerne noch was von Ender.io bauen. Und zwar diesen kontrollierten. Na, kreativ, Omnispeicher, da ist er, den Power. Da fehlt mir in der Mitte der Block. Da, das Maschinencasing. Mir fehlt das Teil. Habe ich aber noch. Das möchte ich gerne bauen. Was würde ich noch bauen? Killer Joe. Dünn, dünn, dünn. Ach stimmt, das muss ich auch noch machen. Mit Experience. Noch einiges zu tun, was haben wir hier noch? The Ward Farming Station, ja. Können später kommen. Haben wir eine Steam Engine oder so? Ja, das ist ein Hobby Steam, ne? Ich möchte dann Industrial Steam. Oder machen wir eine Kinetic? Haben wir, glaube ich, irgendwo. Kinetic Generator oder Industrial? Ich glaube, komm, wir machen eine Industrialpumpe. Eine wird reichen. Ach so. Ding. 1, 2.
Jetzt. Jetzt, bitteschön. Danke sehr. Brauchen wir noch davon welche. Und Essen. Da habe ich auch noch, was war denn? Ach, das war das für das Cyanid herstellen, genau. Für probeweise Cyanid. Ist da drunter eine Weibe? Ist das eine Weibe? Was ist das denn für eine 5 oder eine. Was ist eine 5 Millionen da? Ist auch noch eine 5 Millionen. Können wir auch noch irgendwo verbraten. Ach, Keller. Keller! So, das heißt, wir werden eine Weibebank haben. Wir können gleich oben noch Stromanschluss machen. Zack. Braucht die auch Wasser? Ne, die braucht nur Steam, ne? Insert. Muss ich erst Stromkabel legen? Und eventuell noch den nehmen, dass ich den vielleicht drehen kann oder so. Du kannst durch Steam aufnehmen, das wäre echt gut. Insert. Ich glaube, ich muss seinen Hebel noch machen. Extract. Ich glaube, das funktioniert. RF. Ne, der muss ja keinen Strom produzieren. Ne, der macht sich. Also ich muss wieder auf OBS wechseln. Wenn ich mal dann kurz auf den Desktop gehe. Muss ich einen Hebel haben? Wäre echt blöd. Das wäre echt gerade. Aber normalerweise, wenn ich Steam nutze, dann pumpt er ja eigentlich. Wenn ich was Flüssigkeit in was reinschütte, dann sollte es eigentlich laufen. Und wir können mal einen Lever holen. Habe ich denn noch welche? Lever, ja, haben wir noch. Da haben wir noch 59. Ah, muss immer so ein bisschen Reserve von allem haben. Flip Buttons, Pressure Plates noch. Wo ich Buttons vielleicht noch eher benutze. Okay, jetzt Filter. Moment, wir haben doch. Habe ich noch welche mit? Nee. Bienenbeutel, Flammenbaubeutel. Ja, so kann es ja gehen. Pumpt jetzt rein. Was er macht, genau, er macht jetzt erst seine Storage voll. Keine Ahnung, wie viel Steam der jetzt, oder wie viel allgemein der produziert jetzt hier. Hat ja alles da, Steam. Soll er mal produzieren. Und wie schnell und wie viel, weiß ich auch noch nicht. Aber er kriegt bestimmt die. Die kriegt er voll. Ja. Schauen wir noch, was die Yuyumeta macht. Da würde ich auch erstmal einen kurzen Cut anlegen. Wie gesagt, 20, 15 Minuten ungefähr jede Folge. Denkt dran. Nur noch eine am Tag. Mal sehen, ob es dann besser wird, schlechter. Yuyumeta, nochmal schnell mal schauen. Und dann schauen wir noch bei der Baumform vorbei, ob das irgendwie ein bisschen
auch noch nicht viel, aber wir können vielleicht mal. Okay. Tank anschließen. Jetzt hier den Tank dahin. Zack. Zack. Ich hoffe mal, dass er extract von jeder Seite. Und hier. Insert. Way 27! Ja, das wird noch mehr. Wie gesagt, da kümmere ich mich darum, dass ich vielleicht noch ein paar vorbaue. Und da gucken wir uns dann mal oben alles an. Ja, und dann könnte man das mit dem Ding kombinieren hier. Mit der Mill. Holz weg. Bark und Saw. Das verbrauchen, beziehungsweise das Saw das. Ich weiß gar nicht. So, das könnte man Holzkohle ausmachen. Holzkohle können wir dann verbrennen. Oder wir können es. Ah, ne, da, Sawdust. Papier. Können wir Papier rausmachen? Nein. Was ist das denn für ein Mist? Können wir nur Papier rausmachen? Das finde ich aber echt ein bisschen blöd. Dann schmeißen wir es auch weg. Also, wir machen nur das Bark. Jetzt will ich schon wieder weitermachen. Nehmen uns die Bark vor. Knüppeln das mit Wasser voll. Sprich, dann nehmen wir. Was nehmen wir denn? Glasflaschen oder so. Oder Eimer, Bucket-Eimer. Haben wir eh genug. Machen das voll. Und holen uns dann dieses matschige Zeug hier raus. Das Mulch. Dünger, ja. Dann sollte das alles funktionieren. Jetzt will ich noch mal was schauen. Das hatte ich. Das kann man nur von unten gucken. Das ist hier. Der steckt schon wieder fest. Ich weiß nicht warum. Ich hab den extra gesagt, dass wir es nicht feststecken sollen hier. Ich weiß nicht, warum er das immer macht. Warum er immer wieder an den gleichen Positionen feststeckt. Denkst du, okay, geht. Kann man machen. Aber immer ballert das da wieder voll. Komisch, echt komisch. Dachte, das würde jetzt besser funktionieren, wenn man es jetzt macht. Also von den Stellen hier. Weil ich das ja hier ein bisschen so schön hinsortiert habe. Aber irgendwie wird das auch nicht besser. Irgendwann, vielleicht kommt er hinterher. Also dass das einen Kreislauf hat. Aber ich hätte gedacht, der pumpt jetzt. Ich sage, okay, du hast das Zeug, das landet dir drin und du hast es hier unten. Pump es doch bitte weg. Dann hätte er nämlich das, die zweite Stufe hätte hier reinpumpen können und die dritte Stufe dann hier rein. Und dann habe ich gedacht, ja, vierte Stufe brauchst du nicht. Brauchte ich dann auch wirklich nicht. Ja, wurde auch nichts raus. Na gut, jetzt gucken wir noch drüben. Und dann würde ich sagen, haben wir das für heute erstmal geschafft. Wieder. Ich hoffe mal dann. Klappt das auch? Kisten sind leer. Ne, Pollen Mutamalaysia. Lemon Trees. Da müssen wir noch gucken, dass wir die Pollen vielleicht ein bisschen sortieren. Die wir hier haben. Das ist Pullbein. Ja, da findet sich schon irgendwas aus, was man damit machen kann. Gibt es da bestimmt hier. Oh. Ja, man kann was kombinieren. Sollte es doch schon eigentlich ganz schön passen hier. Da, Pullbein und Mutamalaysia kombinieren. Kriegt man da was raus, schönes. Oder man holt sich die Substanz raus, man macht Genmaterial raus. Mutamalaysia. Sweet Gum, Sugar Marble. Sugar Marble, Jew, Coast, ja. Oder holen sie das raus? Ich will ja Apple Pudding, muss ja wieder von vorne anfangen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich mache jetzt einen Aufnahme-Cut erstmal hier. Und wir hoffen, wenn es euch wieder gefallen hat, wie gesagt, Folgen 20 bis 15 Minuten um den Dreh. Ein Tag nur noch. Einmal am Tag. Und dann hoffe ich mal, sehen wir uns bis beim nächsten Mal. Euer Flitzschutz dabei und tschüss.